Ich mag jetzt doch nur irgendwo schlafen. Geht mir nicht auf die... auf meine zwei Eier. Ja, vor allem Dingen voll nötig, dass ich zwei sag. Ach, ist doch völlig schnupsi. Ich gehe da jetzt hin. Ich zünd meine Fackel an. Sekunde. Moment da. Wo ist eine Fackel? Fackel, Fackel. Plunder, Fackel, Fackel. Alter, wo ist denn der Fackel? Warum Gork, Bloody Mary, der Schmerztöter? Wo ist denn hier ein... Früchtekorb. Wo zum Henker ist hier Wo sind hier denn die Fackeln? Okay, hier oben ist es einmal nicht. Ist doch auch wurscht. Wir sind geile Säue und bewegen uns durch die Dunkelheit. Was war das? Was war das? Geile Säue. Irgendwie ganz schön scheiße. Ohne Sicht. Also ohne gute Sicht. Und dann nehme ich jetzt auch noch nicht einmal wirklich in der Nacht oder am Abend auf, sondern mehr so 4, 5 Uhr nachmittags. Ja, ja, kurz nach 5 sogar. Nein, muss viel weiter rechts. Oh, diese Kiste haben wir noch nicht gelootet. Macht man's. Grog, Schrot, Wudepuppe. Warum habe ich nur so viel Schrot im Finden immer? Und nie gescheite Kugeln. Sind wir jetzt da richtig? Ja, sind wir. Yippie. Yippie und Hochzeitza. Ach so, hier ist das. Nein. Na, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Na, niemals. Hau, hau die. Hau die gegen die Wand nochmal. Diese Truhe ist schon längst leer. So, und wo müssen wir jetzt lang? Noch deutlich weiter geradeaus. Ja, ich atme absichtlich so, dass ihr schön Angst kriegt. Ich brauch sie nicht kriegen. Ich hab sie schon. Ja. Teilweise hakt meine Maus noch ein bisschen. Das ist aber, weil sie schon so alt ist, dass man vermutlich... Na, keine Ahnung. Dass sie vermutlich meine Oma schon gekannt hat. So, da ist längs hoch.
Angst haben. Jetzt da vermutlich, jetzt das da und jetzt die zwei. Ja, so gut! So macht man das! So macht man das! Kette des Jägers, Proviant, Trank des Rituals und Jadestein. Ich bin kein Alchemist. Mit Voodoo kenne ich mich nicht aus. Hallo, Osamu! Wieder ein neues Gesicht. Bist du ein Hoshi, Fremder? Oder willst du auch nur zerstören? Wie die anderen Guchos? Ich möchte ehrlich gesagt nicht lange in Maracay bleiben. Ich will nicht lange in Maracay bleiben. Zeit ist kein Hindernis für Zerstörung. Halte dich zurück. Dann gibt es keine Bambule. Du bist Fremden gegenüber ganz schön misstrauisch. Zwei Guchos kommen zu den Maracay. So prophezeit es die Legende. Der eine ist ein Hoshi, ein Freund. Der andere Kabuki. Der Feind. Darum sehe ich sie mir genau an. Ich bin auf jeden Fall der freundlich ist. Auf jeden Fall, natürlich. Vielleicht bin ich ja dieser Freund. Das wird sich zeigen. Die Legende sagt, Kabuki bringt den Tod. Hoshi geht durch das Feuer. Und vertreibt den Tod durch die Macht der Hicke, unserer Ahnen. Verstehe. Du erkennst deine Freunde also an ihren Taten. Ja, ganz gut. Übrigens, Korien. Ach so, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Warum lebst du nicht im Dorf? Vor langer Zeit war ich selbst Chaka der Maracay. Aber ich habe meine Aufgabe einem Stärkeren übergeben und widme mich nun den Voodoo-Künsten. Ziemlich trostloses Leben. Trostlos ist das nur für diejenigen, die nicht sehen können. Hier draußen bin ich ungestört und näher bei den Hike. Ach ja, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, dem zu sagen. In dem Ahnengrab vor dem Dorf habe ich nackte Leichen gefunden. Es waren zwei Eingeborene dabei, aber die meisten waren weiß. Das ist mir ein Rätsel, Gucho. Es gab wohl Bambule zwischen Maracay und Piraten. Ja, wahrscheinlich. So, und jetzt der Grund, dass wir da sind. Corrientes schickt mich. Er sagte, du wüsstest etwas über das Blut der Ahnen. Warum macht dieser Gucho das? Er hat das Blut der Ahnen bereits von mir erhalten. Sobald er es einnimmt, kann er die Feuerwand durchqueren. Enemeno, und was bist du? Also das Obere. Wieso schickt er mich dann zu dir? Ich weiß es nicht. Aber das alles passt nicht zusammen. Er hatte die Macht der Hike bei sich. Die Knochenhand des Tempels, der im Wasser schwimmt. Was? Er hatte die Knochenhand aus dem Wassertempel? Das kann nicht sein. Captain Garcia hat sie im Besitz. Du sprichst unheilvolle Worte, Gucho. Wenn wahr ist, was du sagst, dann ist der Anführer der Blauröcke Garcia. Oh mein fucking Gott! Was ist gerade genau passiert? Okay. Scheinbar ist Corrientes Garcia. Oder Garcia ist der Boss von Corrientes. Irgendwie so wird's sein. Was sollen wir jetzt tun? Ich helfe dir, Gucho. Gucho. Nimm auch du das Blut der Ahnen an dich. Geh zu dem Blaurock und rücke alles an seinen Platz. Das ist kein Blaurock.
Dann geh und verleih deinen Worten Wahrheit. Ach übrigens. Wegen der nackten Leichen. Ich glaube, ich kann mir jetzt denken, was passiert ist. Der Kabuki hat den Blauröcken die Kleider gestohlen. Ja, ich habe die richtige Expedition gefunden. Ich werde mich um die Toten kümmern, Hoshi. Haha, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Haben wir das jetzt? Ja, wir haben das entdeckt, das ist gut. Jetzt können wir... Logbuch. Oh nein. Hier. Wir gehen aber trotzdem vorher zum Dorf der Marakai. Denkt an meine Worte. Ich habe es gesehen. Was ist mit dir los, du mieses Arschloch? Er ist nicht da! Dann können wir die Truhe ausräumen. Aber warum ist er nicht da, verfluchter Himmel? Oder wie meine Mathelehrerin sagen würde, Himmelschimmel. Das gibt's doch nicht. Bloody Mary, Tante Klingel, und Bastian. Hört, meine Freunde. Also, wir können jetzt da, ja, schnell hin teleporten. Speichern. Und rennen! Der miese Typ ist einfach abgehauen. Jetzt werden wir mit dem Blut der Ahnen das Teil durchqueren. Sobald wir ein bisschen gerollt sind. Hui. Ui, 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 ui. Lalalala. Wo ist nochmal das Ding? Na, es ist noch deutlich weiter. Hat der auch was Neues für uns? Nein. Ach übrigens. Wieso willst du ein Tonka werden? Es ist eine Ehre für jeden Tufas. Jeder dient seinen Stamm so gut er kann. So ist der Stamm stark und wird nicht zerstört. Hört sich ganz gut an. Das X hat die Stelle markiert. Weh, die Spinnen sind wieder gespawnt. Dann gibt's aber mal richtig was von mir. Unheimliche Musik! Oh mein Gott! Ich schneide dich in Streifen auf. Arschloch. Oh Mann! Moment! Klappt das eigentlich? Ja, wir können das jetzt hier im Inventar ändern. Irgendwie ganz scheiße gerade. Hilfe! Los, Penny! Und? Chuck! Und? Hey! Chuck! Oh Mann. Oh Mann.
Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Haha. Check. Oh. Ah. Komm schon. Ha, Mann, oh. Los geht's! Ah, Mann, oh. Bleib stehen, du mieses kleines Arschgesicht! Oh, Mann, oh. Oh, Mann, jetzt komm schon! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so dämlich kann man sie ja gar nicht anstellen, wie ich das gerade mache. Ja! Ruhm und Ehre! Und Ruhm auch! Finte, Elias, sehr gut. Patty! Bist auch wieder Fritz. Bist auch wieder frisch als Fritz. Fisch als Fritz. Schmann. Schmannsprache. Ich hasse die deutsche Sprache teilweise echt. Ist so schwer. Ich tarne Harpune auf der 2. Hm. Und was verbirgt sich hinter Tür Nummer 2? Die Titanenharpune. Und. Durch da! Oh. Und heia! Da gehst du alleine hin. Ich habe jetzt schon Angst. Patty, verlass mich nicht. Und das ohne Schuss in den Flinten.